Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetzky. Heute Loy mit Am I Enough? Klasse übersetzt von der 6a des Johann Gottfried Herder Gymnasiums in Merseburg. Tim, Adrian, Yannick, Julia, Lena, Annegret, Marlene, Ella, Desiree, Emily und Isabella mit einer ganz traurigen Geschichte über Selbstzweifel. Ich habe das Gefühl, aber ich weiß, dass es falsch ist. Es hat mich verletzt und ich kämpfe schon zu lange. Ich halte meine Ohren und Augen zu, um auszubrechen. Ich gucke in den Spiegel und versuche zu lächeln, aber alles ist fake. Sie fühlt sich klein, verletzlich, ganz schwach. Sie ist am Boden zerstört. Und ich wundere mich, bin ich genug? Ich fühle mich, als wären sie besser und ich bin gebrochen. Ich weiß, ich darf nicht fallen, also renne ich. Bevor ich anfange, mich zu wundern, weil ich bin genug, es liegt an mir, dass ich nicht falle. Ein Ozean füllen mit meinen Tränen, die ich geweint habe. Könnte ein Buch darüber schreiben, wie ich vorgetäuscht habe, dass es mir gut geht. Mein Herz verliert sich manchmal, aber es kennt seinen Platz. Es schwimmt in der Tiefe und jetzt kann es nicht mehr die Oberfläche erreichen. Sie denkt, sie sei ein Herz aus Stein, ganz tief unten. Wenn ihr sagt, hey, wir sind hier unten, hol uns mal hoch, mach mal wieder ein bisschen Stimmung in die Bude. Dann mache ich das. Ich komme. Meldet euch an auf radiosaw.de. Seid ihr Eltern, Lehrer oder Schüler, ganz egal. Mit etwas Glück sind wir schon bald da. Und mit ein Fitzelchen mehr Glück gewinnt ihr noch eine coole Klassenfahrt mit A- und O-Hostels. Good luck. Klasse. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.